Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen Decken Podcasts. Bevor wir in eine wunderbare Folge starten, möchte ich euch noch mitteilen, dass ihr uns auf Instagram findet, auf Facebook, auf Twitter, auf Strava, auf TikTok. Wir sind warum wir noch nicht trenden oder viral gegangen sind, ist mir ehrlich gesagt noch nicht bewusst, aber ihr findet uns auch dort. Ihr könnt uns, wenn ihr uns wirklich wahnsinnig geil findet, auch Geld auf Patreon und Steady geben und ihr könnt uns unterstützen. Und es ist uns immer besonders wichtig, dass wir herausstreichen wollen, dass wir für Geld alles tun. Wir lobpreisen das Leitergebirge und der Peter will uns jetzt den nächsten Berg erzählen, den wir lobpreisen wollen. Natürlich, weil das Leitergebirge das im Osten Österreichs ist ja gut und schön, aber ihr wart in der Schweiz noch nicht überall, wenn ihr nicht auf der Barburg wart. Also diese ganzen sonstigen Dinger, die da umeinander stehen, Eiger und wie der ganze Geschmus heißt, ist ja ganz deep. Aber Barburg, es ist in der im Kanton Zug und ganz ehrlich, tut mir's hin, weil einen so schön freistehenden, sehr dicht bewaldeten Hügel findet's halt sonst nirgends. Mit archäologischen Funden und Burg. Ihr könnt Burgfräulein spielen. Man könnte quasi sagen, es ist das Leitergebirge der Schweiz. Richtig. Also du kennst zum Beispiel auch Barburg Mannhardsbrunn spielen. Oder wie heißt das dort? Mannhardsburgberg? Mannswert? Wurscht, ja. Wurscht. Wurscht. Neufeld an der Leiter. Bruck an der Leiter. Bruck an der Leiter. Hervorragend. Also, tut das. Fahrt dorthin, macht das, geht da drauf und macht ein Foto davon. Schickt uns das. Und wir veröffentlichen es auf Instagram. Pro Foto 15 bis 20 Euro. Wir sind nicht teuer, aber ich meine, wir kosten was. Natürlich. Und ihr habt bei einem letzten Long Run eine ganz geile Idee gehabt oder habt euch gedacht, bah, das hätte mir total gut gefallen, das hätte ich braucht. Ihr habt das letzte Mal im Wirtshaus euch gedacht, also wenn ich bei meiner Wanderung, bei meinem Joggen oder bei meiner Radeltour das gehabt hätte als App, das wäre echt geil gewesen und das müsst irgendwie einmal machen. Also wenn ihr solche Gedanken schon mal gehabt habt, dann könnt ihr euch echt an deine Seite .at wenden. Das ist eine Agentur, die mit euch prüft, ob diese App-Idee Potenzial hat, ob ihr damit auch wirklich Kohle verdienen könnt, ob das Ganze schon tausendmal existiert und das irgendwie so die 18. App von links ist, dass man sagt, nee, eher nicht so. Und das Ganze ist wirklich eine total niederschwellige Geschichte. Also im Endeffekt, ihr habt eine Idee, ganz kostenlos und sicher könnt ihr euch das mit einer Geheimhaltungsvereinbarung überprüfen lassen. Und dann könnt ihr mit der Agentur zusammenarbeiten und das Ganze auf den Weg bringen und da wirklich entwickeln und in den Markt bringen. Zudem haben die das schon ganz oft gemacht und sagen euch, okay, diese Förderungen gibt es, dort musst du hingehen, das musst du so machen und unterstützen euch bei diesen ganzen Schritten und bei dem ganzen bürokratischen Zeug, das einem als Gründer oder als jemand, der selbstständig werden will, gleich mal den Weg versperrt dorthin, wo du eigentlich hin willst, nämlich dass du irgendeine coole Sache am Markt bringst. Aber wenn ihr jetzt da sagt, ja, hätte ich gehabt, habe ich noch immer im Kopf, habe ich mir notiert und es biegt irgendwo auf meinem Tisch oder in meiner Laufhosen, dann wendet euch an deine Seite .at. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes oder ruft es einfach direkt an und macht ein Beratungsgespräch aus und dann geht's ab. So, zum Beispiel eine Trinkbrunnen-App österreichweit für den Long Run. Na dann, bis denn. Jemanden, dem wir sowas sofort zutrauen wollen, nämlich von daheim auf die Barburg zu laufen oder umgekehrt, weil wer vom Mont Blanc nach Bruck läuft, dem ist nichts zu blöd, der läuft auch vom Bruck auf die Barburg, haben wir heute auch wieder bei uns. Hallo Rambo, ja, das zweite Mal. Wie geht's euch? Gut, gut. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, da sind wir wieder, gell? Richtig. Die Zeit hat wieder vergangen, ein bisschen was hat sich da, sind wir wieder da.
Ja, du hast ja auch wieder was Neues am Start. Und wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, bei uns habt ihr es zuerst gehört, Weltpremiere quasi. Über irgendwo muss man es zuerst hören. Und wenn schon, dann bei uns. Du hast was vor, das Jahr. Aber das haben wir letztes Mal nur so ganz sanft und sachte anklingen lassen. Aber du hast das Jahr im Juli, das ist jetzt, wenn das rauskommt, so in 2 Monaten, gach, irgendwas ganz Dickes am Start und wir wissen es auch noch nicht. Also, hau raus. Ich sage mal so, jetzt kann ich es verraten, jetzt darf ich es verraten, weil ich habe es geschafft, dass ich, das habe ich ja damals deswegen nicht sagen können, weil ich es ja noch meiner Frau noch nicht verraten gehabt habe. Und ich habe da, ja, das ist ganz schwierig mit den Frauen, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Auf alle Fälle habe ich zuwarten müssen, bis wir eben eine Woche Urlaub gehabt haben, da Mitte Februar circa. Und da habe ich es dann irgendwann einmal beim dritten, vierten Tag, habe ich es ihr dann erzählt. Aber nichtsdestotrotz muss ich trotzdem ein bisschen die Vorgeschichte sagen und noch nicht ganz so schnell mit meiner Geschichte rauskommen, weil sonst war ja der Podcast gleich zu Ende, ne? Dann kann ich nicht gleich mehr aufhören. Letztlich habe ich ja eigentlich, nachdem das ja letztens habe ich zu dir gesagt, glaube ich, ich habe 2 Sachen vor und ehrlich gesagt sind es ja jetzt da eben, weil ich es meiner Frau verraten habe, 3 Sachen. Die erste Geschichte ist, dass eigentlich jetzt dieses kommende Wochenende, da wird halt leider der Podcast dann halt schon zu Ende sein in dem Fall, habe ich das 24-Stunden-Charity-Projekt, dass ich 24 Stunden Nordic Walking in Kapfenberg im Stadion umrunde quasi, beziehungsweise ich gehe zwar immer wieder ein bisschen raus, aber ich bin ja Trainer für den Sportbündel und habe da quasi mit beeinträchtigten Klienten zu tun, geistig beeinträchtigte, und mit denen werde ich alle Stunde quasi mich abwechselnderweise eine Runde absolvieren in den 24 Stunden. Wie lang ist die Runde? Ist das auf 400 Meter? Also, ja, weil du gesagt hast, du gehst doch hin und wieder mal raus, ja, dachte ich mir. Genau. Ich gehe immer wieder raus. Also die erste Runde findet jeweils immer mit dem Hauptsportler quasi im Stadion findet es statt. Dann gehe ich mit einem raus und beim Zugang wird noch einmal eine Runde im Stadion absolviert. Ah, okay, das heißt ein Kilometer mindestens. Genau, und dann hängt es quasi individuell von dem Hauptsportler, hängt es dann ab, wie fit quasi der Bursche oder die Dame ist quasi. Und wir haben so ein bisschen einen Test gemacht, quasi die schnellere, bessere Aktion wäre circa 3,6 Kilometer ungefähr, also 3,5 Kilometer. Und dann, wie gesagt, dann würde sich das noch... Aber ich glaube, jeder bringt sicher 1,5-2 Kilometer sicher zusammen. Ja, und das findet statt oder hat dann stattgefunden, weil wir nehmen jetzt da Anfang Mai auf und das Ganze kommt raus jetzt am 20. Also wenn ihr das hört, ist der 20. Mai. Und oder es war schon der 20. Mai, wenn ihr es nicht am Freitag hört, wenn der Podcast rausgekommen ist. Wohl wahr. Und die Aktion wird stattgefunden haben am 7. 8. Mai. Das heißt, ihr habt es schon mitverfolgen können. Kann man da nachträglich noch irgendwie was dazu beitragen? Auf alle Fälle, weil grundsätzlich ist es ja ein Charity-Projekt, wo man Spenden einsammeln quasi für die Special Olympics. Die findet quasi Ende Juni statt und ich bin da heuer erstmals als Trainer dabei und ich habe mich da ein bisschen den Engagement hingeben, dass ich da quasi ein Projekt machen möchte und auch Spendengelder einsammeln möchte, weil sich das nicht immer so ganz so leicht leisten lässt, so ein großes Event, sei es für die Betreuer und sei es für die Klienten selber, also für die Sportler. Und wir sind da ungefähr um die 50 Teilnehmer, also mit die Betreuer quasi. Und das kostet dann schon einiges. Ne? Ja, klar.
böse Zungen könnten also behaupten, das ist das größte Ereignis im Kapfenberger Stadion der letzten Jahre, weil der Fußballverein ja die letzten Jahre jetzt nicht mehr so erfolgreich ist. Du magst vielleicht recht haben. Aber ich weiß nicht, ob es so spektakulär wird, weil ich habe einen Videoaufruf gemacht, einen Live-Auftritt quasi für die Bürgermeister sämtlichen rund um Kapfenberg, und ich bin gespannt, ob da der eine oder andere Bürgermeister sich dann anfindet bei diesem Event. Weil Fußball kann auch so schlecht sein, witzigerweise gingen die Leute genug hin dort. Ja, ja, sicher. Ja, wobei, Nordic Walking, ihr müsst eigentlich schneller unterwegs sein wie die Kapfenberger Fußballer. Wahrscheinlich. Das geht sich aus, glaube ich. Ja, wir verlinken auf alle Fälle sportbündel.at. Da können sich Menschen, gerade aus der Gegend, wahrscheinlich noch zusätzlich irgendwie engagieren oder spenden. Eine gute Sache, eine gute Idee. Wäre auf alle Fälle ein Hit, beziehungsweise wenn halt sich der eine oder andere bei mir selber sonst per PM sich bei mir meldet quasi, und ich könnte nähere Details dann noch weitergeben oder beziehungsweise eine Kontonummer, wäre das extrem lässig. Und wenn es nur 5 Euro sind, sind es 5 Euro. Ich weiß, dass derzeit momentan extrem schwieriger ist, weil der Ukraine-Krieg brauchen wir auch nicht reden, da spendet halt auch jeder dort hin, und das brauchen wir auch nicht reden, das ist halt wesentlich größer und brauchen auch extrem viel Hilfe, aber auch wir brauchen Hilfe in unserer lokalen Umgebung, sage ich mal, oder beziehungsweise eben für unsere Sportler. Ja. Gut. Nein, das ist auf alle Fälle eine gute Sache, und wer da irgendwie mitmachen will, tut das. Wir verlinken es, dann kannst du es nachlesen, und ja. Das ist das Erste. Was ist das Nächste? Dann ist das Zweite, ist, dass ich, das ist das, was wir ein bisschen letztens angeschnitten haben, ein bisschen das Thema, da haben wir aber dann auch nicht wirklich viel was weitergeht. Und zwar ist das, dass ich jetzt heuer mit meiner Fitness endlich meinen Traum verwirklichen kann, was ich damals immer schon machen wollte, einen Trainingslauf. Einst hätte es einmal stattfinden sollen von dem Sogelkurort, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, von Dragös. Ja, damit das ist kein Kurort, glaube ich. Das ist ein Zustand. Da ist der grüne See, sagen wir mal, das ist der schönste See überhaupt. See. Ja, und der Rest? Nein, Dragös ist okay. Ist okay. Ich glaube, da hast jetzt ziemlich viele Dragöser hast jetzt vergrämt. Wirklich. Ja. Da das sind ja alles zusammen nur 7. Namentlich welche erwähnen, einer bist narrisch, du Trauti hast du. Also, jetzt hast du. Wir sind nicht dafür dabei. Bekannt, rücksichtsvoll mit Regionen, Bergen und sonst irgendwas umzugehen. Ja, als Mirztaler darf man Dragös ein bisschen schimpfen. Ich denke bei dem Podcast, ob sie den einen vergrämt, weil sie in Frankreich da nicht alles gut erklären hat können. Jetzt hat sie den nächsten vergrämt. Ja. Nein, das muss man sich verdienen. Auf alle Fälle ist es so, dass ich damals hätte es Frau Dragös weglaufen wollen, jetzt da wohne ich aber in Trofeiach, und ich werde für mich selbst eine 30-Gipfeltour start laufend wird quasi das stattfinden, dass ich möchte über den Eisenerzer Alpenkamm weg vom Reichenstein zum Admonter Reichenstein laufen. Okay. Und das hast du natürlich wieder retour auch. Weil okay, also offensichtlich. Weil spektakulär alleine. Okay. Man will ja wieder heim. Ja. So ist es, man will wieder heim. Ich möchte heim zu meinem Cola-Wasser. Wir haben gelernt, bei solchen Abenteuer bitte kein Cola benutzen. Also ich mittlerweile würde ich sagen, jeder, der Cola benutzt, macht schon den ersten entscheidenden Fehler. Also, Hashtag nie wieder Cola. Leider gibt es, Michi Wernbacher, wenn du das hörst, ich trinke verdammt gern Cola Red Bull und ich bleib bei dein und ich werde da nicht wegkommen von dein. Cola Red Bull, das ist aber auch ein Koffein-Overkill. Das ist absolut mördergeil. Na wirklich, Alter, da schieße ich mir, wenn ich ausbrennt bin, schieße ich mir da aus alleine. Alter, das gibt mir Schub, das gibt mir Power, das ist extrem geil. Okay, aber du müsstest über 30 Gipfel machen. Genau, gib uns da mal die Eckdaten, wie lang, wie viel Höhenmeter? Ja.
Genau, die Eckdaten 100% kann ich nicht so aussprechen, weil ich das nicht ganz, du kannst das nicht so perfekt zeichnen, nachdem das beim Atmen und der Reichenstein auch für keine offizielle Wanderweg ist. Deswegen nimmt man quasi die Sunto-App, nimmt man dann noch an die letzten Eckdaten einmal auf. Aber es werden so ungefähr um die unter 30 Kilometer sein und um die 9000 Höhenmeter. Also hin und zurück 130 Kilometer, 9000 ja. Höhenmeter. Ja, das ist durchaus knackig. Und du laufst das, als da, du hast gesagt, vom Eisenerzer Reichenstein zum Atmunder Reichenstein. Ja, ich renne schon von zu Hause weg. Achso, du rennst von Drafaiach weg, okay. Von Drafaiach renne ich weg quasi, dann habe ich halt noch ein paar kleine Vorgipfeln, weil du musst ja quasi über den Grete-Klingersteig habe ich auch noch zwei, drei Gipfeln, was ich um mich zu habe. Okay. Und das ist halt doppelt, weil ich zurück noch entlaufen. Okay, aber 30 Gipfel sind da am Weg? Ungefähr, ja. Es wäre mühsam, wenn man so in eine Richtung laufen, dann müsste man das Auto wieder rüberstellen. Also abgesehen vom Wiederheimkommen ist es logistisch auch viel einfacher, wenn man einfach wieder zurückläuft. Das ist richtig. Und da kennt man die Strecken schon. Ist ja, halt voll. Wahnsinnig und deppert, nur bin ich für das. Und den Traum wollte ich immer schon laufen, damals schon, wie immer schon vor der Knieoperation. Das war immer schon und ich habe mich irgendwie nie richtig drüber traut und heuer habe ich gesagt, aus. Das war eigentlich ja das eins. So habe ich quasi das bei meiner Frau quasi ein bisschen anklicken können, warum ich wieder angefangen habe zum Trainieren. Und eigentlich war es ja so, dass ich im Herbst eigentlich mit der Psyche ein wenig gehabt habe. Mich hat die ganze Situation quasi ein bisschen gestresst mit den Corona und solche Sachen. Genauer möchte ich jetzt über das oder auf das Thema nicht genau eingehen, aber ich habe mir das zu sehr. Ich bin ein Mensch, was sich leider heute halt zu sehr zugenommen hat. Und das hat mich so extrem gestresst, dass ich eigentlich ursprünglicherweise habe ich angefangen wieder zum Trainieren, beziehungsweise ich habe so eine Sixpack-Challenge für mich selber angefangen. 3 Wochen später habe ich so mit dem Laufen wieder begonnen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du hoch zu, ich möchte den einen Traum verwirklichen, quasi, dass ich von zu Hause bis am Atmen und der Reichenstein laufen möchte und das wieder retour. Und dann währenddessen, dass ich halt dann so zum Trainieren angefangen habe, ist halt dann eigentlich die dritte große Aktion. Ja. Aber ganz, ganz kurz noch zum Atmen, also zu der Geschichte, damit alle, die jetzt nicht genau wissen, Atmen der Reichenstein, Eisenerzer Reichenstein, wo ist das und Ganze, das ist alles Nationalpark Gesäuse. Und das, wer es noch nicht gesehen hat und wer in der Steiermark irgendwo unterwegs ist und irgendwie ein cooles sehen will, also Nationalpark Gesäuse kann ich auch vorbehaltlos empfehlen. Super geile Gegend, super schön, kann man total viel erleben, also soweit ich weiß auch viel mit Kindern und Erlebnisgeschichten. Jetzt nicht nur so wie du jetzt da irgendwie nonstop durchpflügen und wieder heim. Also man kann da auch schön Urlaub machen. Und ich würde auch noch gern, ohne auf das genau einzugehen, aber ich finde das auch ein wichtiger Aspekt in den letzten 2 Jahren, weil sich doch durch die Pandemie und jetzt auch durch den Ukraine-Krieg hat sich halt wirklich, wirklich viel verändert und so ein bisschen aus dieser, ich sage mal so ein bisschen aus dieser Komfortblase, in der man vorher war, dass uns eigentlich relativ gut geht, dass wir irgendwie tun und lassen können, was wir wollen. Ich finde, die Blase ist so ein bisschen geplatzt und ich muss sagen, mir hat dann auch das Laufen irgendwie so geholfen, aus diesem ganzen Wahnsinn irgendwie so ein bisschen rauszukommen. Weil wenn man dann wirklich auch, gerade am Anfang von der Pandemie irgendwie nur quasi daheim gefangen war, wenn man sich von einem Lockdown in den nächsten handelt, dann ist das irgendwie halt schon stressend erschwerend, wenn man dann ständig im Fernsehen auftritt und man hört irgendwie nur Corona-Zahlen dort, Corona dort und also man dreht halt echt wahnsinnig gleich durch und da bin ich dann schon froh, dass ich jetzt im Speziellen so ein Hobby wie Laufen habe, wo man da den Kopf irgendwie durchpusten kann. Na, da bin ich ganz bei dir. Ich habe grundsätzlich ja eine längere Pause ja eingelegt gehabt. Für mich war grundsätzlich eigentlich das vorige Jahr, ich wollte eigentlich aufhören. Ich
für mich war eigentlich abgeschlossen nach meinem letzten Projekt und dann bin ich wirklich 2,5 Monate bin ich fast überhaupt nichts mehr gelaufen. Da bin ich heimgekommen, war daheim und dann bin ich vielleicht hin und wieder alle 2-3 Tage mit meiner Frau so eine Runde mit 5 bis 10 Kilometer gelaufen, ganz gemütlich. Aber das war mir dann einfach zu wenig. Mir hat das dann so extrem hergestresst und Tag ein, Tag aus hast du nur mehr das eine Thema gehabt und nichts mehr anderes. Und dann habe ich mit meiner Frau zu Hause auch noch mal von dem geredet. Und dann habe ich echt teilweise, ich habe dann flüchten müssen, echt, weil ich habe das nicht mehr dabei. Ja. Das hat mich extrem, das war Wahnsinn. Also ich war echt psychisch richtig, wie soll ich sagen, am End, dass ich will nicht sagen, am Burnout oder sonst irgendwas gehabt habe, aber richtig durchgebrannt war. Ich habe das für mich relativ früh in der Pandemie beschlossen, dass ich mich aktiv quasi nicht mehr großartig den Nachrichten widme und das irgendwie so ein bisschen für mich ausblende, weil ich habe festgestellt, es ist ein Thema, ich im speziellen Fall mit neugeborenem Kind, ich muss aufpassen, aber was ich kontrollieren kann, das kann ich kontrollieren, das heißt, ich Maske tragen und halt irgendwie Abstand halten und niemanden treffen und das ist unabhängig davon, welche Maßnahme jetzt gilt und wie hoch jetzt genau die Zahlen sind und wer jetzt wieder was sagt und dann hast du wieder, keine Ahnung, den Kickel, der wieder irgendwelche Pferdemedikamente propagiert. Das ist alles nur Lärm, der im Endeffekt keinen Einfluss hat auf das, was ich kontrollieren kann. Und deswegen habe ich relativ früh in der Pandemie beschlossen, ich gehe mir das nicht, mir ist wurscht, wie hoch die Zahlen gerade sind. Ich kann es eh nicht ändern. Ja. Ist so, ja. Stimmt, definitiv. Ja. Kickel hin, kickel her, aber egal. Lassen wir das Thema jetzt da definitiv einmal auf Zeiten. Ich glaube, wir haben alle eigentlich die Schnauze genug voll und ich kann nur eins sagen, auch wenn jetzt die derzeitige Situation jetzt nicht unbedingt einfach ist, beziehungsweise sei es Ukraine-Krieg und allem, aber der Ukraine-Krieg hat wenigstens das eine Thema ein bisschen weggebracht und das und ja, cool. Das hat alles einen Vor- und Nachteil. Schau mal, ich hoffe, dass da jetzt mit dem Krieg dann auch irgendwann einmal sich sein Ende findet und irgendwie eine positive, gute Lösung sich findet. Lassen wir uns überraschen. Wir können im Endeffekt bei uns da in unserem Land quasi eh nur das Beste draus machen. Und auf eine gewisse Art und Weise einer helfen. Ja. Und das Beste draus machen. Richtig. Auf alle Fälle. Ja. Gut. Ja. Dann hat es eigentlich. Das war dir noch immer nicht genug, anscheinend. Das war mir noch genug. Es ist nämlich so, dass ich glaube, dann 1, 2, 3 Wochen später, und das ist bei mir echt gefährlich, umso mehr ich laufe, umso mehr, und das, ich sage euch eins, inzwischen haben sie ja noch viele andere Dinge bei mir auftauen. Also, ich hätte noch so viele geile Ideen jetzt auf einmal. Ich hätte für nächstes Jahr hätte ich schon wieder so extrem viele geile Ideen. Also mir täten absolut meine Projekte, die gangen mir nie aus. Also das ist ein Wahnsinn. Ich hätte für nächstes Jahr wieder so eine mördergeile Idee. Nur ich weiß es nicht grundsätzlich, wie ich weiter tue. Ehrlich gesagt, habe irgendwie mir schwerstens versprochen, ich habe meiner Frau schwerstens versprochen, nach dem großen Projekt heuer wird es ein Ende geben. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich weiß, dass hinten noch vielleicht die Frau das auch hören wird, aber ich muss trotzdem schlucken. Du, falls du nächstes Jahr im Jänner mit ihr auf Urlaub fährst, ich würde sie jetzt schon warnen. Das muss ein Zeichen für sie sein, wenn du sie Anfang des Jahres für einen Urlaub einlädst, dann muss sie die Lunte schon riechen. Das Spielchen kannst du nicht noch einmal spielen. Ja, es ist stimmt, weil sie hat eigentlich schon zu mir gesagt, wie ich es ihr ja gesagt habe, war sie eigentlich still, hat es angenommen und fertig. Und dann hat ein paar Wochen später, dann hat sie es anscheinend dann da einmal jetzt ein bisschen mehr sich aufgesaugt, innerlich, gedanklich, und dann hat sie irgendwann einmal zu mir gesagt, jetzt hör mal endlich auf mit dem zum Reden, dass das das Letzte ist. Sag einfach nichts und tu einfach und lauf einfach. Mach dein Ding. Genau. Und wenn du dann nächstes Jahr... Oder negativ, das ist keine Ahnung, aber es ist einfach...
nimm's als positiv. Und nächstes Jahr, wenn du das nächste Projekt planst, sagst, du hast ja gesagt, ich soll einfach laufen. eigentlich, nachdem sie jetzt sagt, mach einfach dein Ding, das heißt, du müsstest nicht einmal fragen. Du müsstest sagen, ah, übrigens, nächste Woche habe ich das Riesenprojekt, falls du irgendwie mitschauen willst oder so. Du bist ja quasi genötigt dazu. Ja, ja. Du wolltest ja nicht, aber du hast gesagt, ich soll. Also ich meine... Da widersetzt man sich doch seiner Frau nicht. Man, wo kommt man also da hin? Ich würde meiner Freundin nicht widersprechen. Wenn es ums Thema Laufen geht, na, da darfst du überhaupt nicht widersprechen. Hallo? Wenn du ein Baby hast, dass man laufen darf. Nein, ich muss schauen. Weißt du, es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich habe ja eigentlich wirklich mir geschworen, nachdem das ja mit meinem linken Knie das ja operieren ablassen und ich möchte nicht wieder so weit zulaufen, dass ich es ja wieder operieren muss oder es rechte und oder sei es bei was anderes. Ich muss da in meinen Körper hineinfühlen, wie gut es wirklich geht und ich sage mal so, aussterben werde ich definitiv nach dem großen Projekt sicher nicht. Es wird lang von mir definitiv immer wieder was zum Sehen geben und das eine oder andere geile Projekt werde ich trotzdem machen, aber wahrscheinlich halt nicht mehr mit keiner großen Ankündigung mehr. Es wird ja heuer, ist es so, mit diesem großen Projekt möchte ich schon einmal, sage ich mal, definitiv wirklich groß aufzeigen und mich ein bisschen in die Trailrunning, Ultra-Trailrunning-Szene quasi mich nochmal zurückboxen, dass ich quasi, wie soll ich sagen, dass ich es nochmal richtig geschafft habe, ein zweites Mal quasi, weil nachdem, dass ich ja damals als Alkoholiker schon gut aufzeigen habe können, jetzt nach der Knieoperation, mir war ja komplett beim linken Fuß, der Oberschenkel, war der Muskel komplett weg, ich habe mich eigentlich wirklich schwerstens zurückgekämpft quasi. Und deswegen möchte ich dann einmal gescheit aufzeigen und. Ja, bevor wir in Details von dem Ganzen gehen, die große Frage, die sich da mir stellt, ist irgendwie, und das ist ja so ein Thema, das mich auch so ein bisschen begleitet, ist die große Frage der Motivation, wenn du irgendwie so jetzt, du hast ja ein großes Projekt nach dem anderen und du hast relativ viel geschafft und relativ viel auch geleistet. Und die Frage ist irgendwann einmal, die nächste Ebene der Motivation zu finden oder sich dann auch mit, sage ich jetzt einmal, weniger zufrieden zu geben. Wie du vorher gesagt hast, die 5 bis 10 Kilometerläufe haben dir damals jetzt nicht so gereicht, aber vielleicht musst du noch irgendwann lernen, dass das dann auch genug ist. Da gebe ich dir definitiv recht und ich muss ja ehrlich sagen, und das kann ich meiner Frau wirklich extrem gut sprechen, sie hat mir wirklich gezeigt, die Leidenschaft der Berge quasi mit ihr gemeinsam auf einen Berg zu gehen und ich kann oben sitzen, eine halbe Stunde, eine Stunde und kann mit ihr in aller Ruhe dort jausen und ich bin nicht mehr der Gestresste. Frühestzeiten, vor Jahren, also vor meiner Knieoperation, war das absolut nicht. Also ich hab das nicht mehr geschafft. Ich bin auf den Berg rauf. Und auch wenn ich da mit meiner damaligen Frau auf einem Berg rauf bin, da hat man geglaubt, ich habe 1000 Ameisen in meinen Arsch drin sitzen, weil die wollten einfach nur mehr weiter, 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 weil ich war nur ständig der Getriebene und auf dem nächsten Gipfel und am nächsten Gipfel und am nächsten Gipfel und ich habe es halt dann damals definitiv maßlos übertrieben, vor allem im 2016. Der Frau, jetzt muss ich das schon wirklich, also schwerstens den Dank aussprechen und ich traue mich auch zu wetten, es sollte definitiv schon anders dann auch nachher gehen, aber ich sag, wenn ich gesundheitlich und wenn es von die Knie her das machen lässt, möchte ich schon definitiv noch nach wie vor größere oder längere Ultras laufen können. Ja, und ich glaube, das widerspricht sich auch gar nicht. Aber ich merke das selbst jetzt mit der Geburt des Sohnemannes, muss man halt zurückstecken. Und wenn es dann nicht wie davor einfach jedes Jahr höher, schneller, vielleicht schneller nicht so, aber höher auf jeden, und weiter auf jeden Fall. Und das dann irgendwann einfach aufhört und du dann daheim sitzt, während all deine Freunde
die Berge da unsicher machen, ist es nicht so einfach. Mhm. Wobei, du hast ja gesagt, 2016 hast du das definitiv übertrieben. Gib uns einmal ein Gefühl, was ist übertreiben? Weil manche sagen, okay, wenn ich 1000 Kilometer im Jahr laufe, dann habe ich es übertrieben. Andere sagen, 7000 Kilometer, da geht immer noch was. Und die Dritten sagen, naja, ich habe einfach jede Woche einen 100er runtergerissen. Ich sage, übertrieben in diesem Maße, gar nicht hundertprozentig, was ich im Jahr selbst geleistet habe, sondern ich habe mir absolut keine Regenerationszeit mehr gegeben. Okay. Ich habe damals bei meiner vorigen Firma, da hat es eine Schrittezähleraktion gegeben. Innerhalb von 6 Wochen hast du mit 6 Personen eine gewisse Anzahl an Kilometern leisten müssen. Da habe ich aber quasi dann das noch einmal mit einer Person, also ein Doppelteam habe ich quasi einmal gemacht. Und ich habe auch versucht, diese Kilometeranzahl alleine zu schaffen. Und ich bin dann wirklich daheim im Wohnzimmer meine Runden gelaufen. Das waren 3-4 Meter Runden quasi um die Säule rundherum, damit ich auf meine Schrittezähler oder auf meine Schritte im Kämmer bin, was ich mir erwünscht habe am Tag. Und das war einfach schon, ich habe den Knie definitiv überhaupt keine Ruhe mehr gegeben. Ja. Überhaupt keine Regenerationszeit mehr. Und das war absolut komplett irisch. Also in den 6 Wochen habe ich es mir komplett in den Vogel rausgeschossen. Und vor allem, was bei mir auch extrem gefährlich und anfällig war, ist das, ich war bei Strava angemeldet. Und da habe ich mich gematcht quasi mit weltweit in sämtlichen Gruppen quasi und wollte da jede Woche quasi finalisieren, dass ich da der Erste bin, der was in der Woche quasi immer die meisten Kilometer zusammengebracht hat. Und da habe ich wirklich dann immer so zwischen 200 und 300 Kilometer in der Woche zusammengebracht. Und das war, ja, dann echt schon schwerst irre. Und man, weißt du, am Ende des Jahres quasi habe ich 6000 Kilometer zusammengebracht. Das bringen manch andere auch zusammen. Aber der Vier macht ja quasi einmal am Tag einen 50er und gibt aber für den nächsten Tag eine Ruhe. Und ich habe aber so gemacht, ich bin aber dann teilweise wirklich 2-3 Mal am Tag laufen gegangen. Ich bin in der Früh in die Arbeit gelaufen. Da habe ich auf zwischen 10 und 15 Kilometer gemacht. Dann bin ich von der Arbeit heimgelaufen. Habe da nochmal, sage ich mal, Hausnummer 5 bis 15 oder keine Ahnung, das ist unterschiedlich gewesen, 20 Kilometer gemacht. Und dann bin ich aber am Abend oft auch nochmal mit einem Spätzl laufen gegangen. Das war zwar nicht immer, aber des Öfteren hat es das gegeben. Und nie richtig eine Regenerationszeit, ne? Ich glaube, du brauchst einen Trainer. Der Flo ist jetzt gerade sprachlos, weil Stimmt. Er offenbar diesen Satz aus meinem Mund sich nicht erwartet hat. Na, aber wir kennen da einen. Ich weiß nicht, ob der Schinder von Biesenberg war gerade noch frei. Ja, ich glaube, wir müssen euch einmal zusammenbringen. Ja, ich glaube auch. Ich bewusst eigentlich, dass gerade jetzt bei mir stüber. Das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich jetzt ein bisschen gegangen, gell? Dass du still bist? Das ist jetzt der Stüber. Ja. Ich werde das einfach. Man sagt immer, Stille ist einfach Zustimmung. Stille Zustimmung, ja. Die wird sie definitiv von mir nicht kriegen, diese Zustimmung. Ich bin ein Mensch, ich habe bis jetzt Gott sei Dank eigentlich meine Leistungen gut ohne einen Trainer zusammengebracht. Auch dieses große Projekt möchte ich und werde ich auch hundertprozentig, kostet es, was es will. Und wenn man den Hacks noch reißt, werde ich definitiv zusammenbringen, ohne einen Trainer. Und wie gesagt, wir werden uns unterhalten nach diesem großen Projekt über euren Trainer. Ja? Da bin ich schon gespannt. Ja. Er wahrscheinlich auch, wenn er das jetzt hört. Richtig. Apropos, drittes großes Projekt. Was ist das dritte große Projekt? Jetzt haben wir lange nur um einen heißen Projekt, weil eigentlich haben wir sie, hab's das ganz am Anfang schon ausgepressen wollen. Jetzt haben wir wirklich schon eine lange Zeit umgebracht. Habe ich genug erzählt, die Leute ein bisschen auf die Folter gebracht. Ich werde meinen Rekord
oder meinen Vorjahresrekord unterbieten. Ich werde oder ich will und ich werde es auch tun, 6-mal nonstop am Großglockner laufen. Okay. Innerhalb von... Gibt kein innerhalb, aber... Okay. Es einfach ist nonstop. Eine Richtlinie zwischen 24 und 30 Stunden. Okay. Und wieder vom selben Startpunkt aus wie beim letzten Mal. Genau. Also die Route, selbe Route wie letztes Mal, nur halt einmal mehr. Zweimal mehr. Aber für die, vom letzten Mal jetzt nicht so viel Ahnung haben, wo ist der Startpunkt? Ich meine, gut, das Ziel ist dann relativ klar. Aber wo startest du? Es ist eigentlich gar nicht ganz klar, weil viele, denen was ist der Zell, die glauben alle, ja, ich bin auch schon mal mit dem Rad aufgefahren, mein Auto bin ich auch schon mal aufgefahren. Ich sage, nein, du bist noch nie aufgefahren, weil das ist verdammt weit weg, wo du mit dem Radl aufgefahren kannst. Ja, das stimmt. Auf Gipfelkreuz auf. Da kommst du mit dem Radl auf. Ich wäre jetzt auch vom Gipfelkreuz ausgegangen. Ja, du bist wirklich einer von den wenigen, weil das ist wirklich, jeder glaubt, ja. Ah ja, ich bin da mit dem Radl schon mal aufgefahren. Nein, das geht sich nicht aus. Der Ausgangspunkt ist quasi das Lugnerhaus. Das ist quasi, wo halt die Bergsteiger quasi am Großglockner, oder sagen wir so, die meist begangenste Route quasi, wo man entweder über den Stüdelgrat oder über die Stühlhütte raufgehen kann oder eben über das Adlerhorst quasi die normale Route raufgehen kann. Das ist eben vom Lugnerhaus weg. Und es gibt zwar eben noch dort von der Radlstrecken quasi, kann man auch von der Franz-Josefs-Höhe würdest auch raufkommen. Da müsstest du über den Meletzki-Grat gehen oder über die Salmhütte oder wie auch immer. Also es gibt auch verschiedene Routen, aber ich gehe halt den regulären meistbegangensten quasi oder meistbegangenste Route. Und es ist ein Wanderweg, ganz auf, also für alle, die jetzt zuhören, die jetzt noch nie am Glockner waren und sich nicht vorstellen können, ist es quasi eine Bergsteigerroute mit Seilversicherung und so weiter und so fort, oder ist es ein Wanderweg, oder wie kann sich das jemand vorstellen, der jetzt da den Glockner nicht kennt? Also anfangs ist es, ich sage mal, die ersten ungefähr 1000 Höhenmeter ist es ein normaler Wanderweg. Ja, teilweise, also am Anfang geht er mal so schleichend dahin, von der Steigung her, dann wird's immer von der Lugnerhütte weg, wird's dann schon immer steiler und steiler, dann kommst du einmal, dann, das nächste ist dann, da musst du über einen Gletscherkäse drüber, quasi, das sagt man halt so, das ist ein leichter Gletscher halt, da musst du drüber laufen, dann kommst du quasi in eine kleine Seilpassage oder eine Klettersteigpassage. Du musst quasi aufgeklettern und dann kommst in ein seilversicherte Zweiergelände, sag ich mal, wo so ganz eine leichte Kletterei ist. Dann bist du beim Adlerhorst quasi oben, also bei der Adlersruhe. Und dann musst du noch weiter quasi über, ja, wenn es angeschnitten ist, ist, ja, so musst du auf zum Glockner Leitl quasi, da ist, liegt meistens da Schnee. Das sagt man auch dazu, der Bahnhof nennt man das auch gern. Das ist so irgendwie so ein Rücken quasi, ein Bergrücken, wo man dann rauf muss und da treffen sich quasi auch der Meletzki-Grat würde sich da zusammentreffen quasi bei diesem sogenannten Bahnhof. Dann geht's weiter eben zu den Glockner Leitl. Da wird's ja dann schon richtig ziemlich steil, beziehungsweise da musst du dann echt schon mit alle Viere quasi aufklettern und dann kommst du mal zum Kleinglockner. Und ja, also da ist grundsätzlich ohne Seil eigentlich nichts mehr zum Verlieren. Also sämtliche Bergsteiger oder sonst irgendwer, also ohne Seil geht man da normalerweise absolut überhaupt nicht mehr auf. Okay. Das heißt, man muss schwindelfrei sein, weil sonst da spürst du es nicht. So ist. Und dann musst du auch vom Kleinglockner zum Großglockner, musst quasi so über,
wie soll ich sagen, so ein kleines Bandel quasi um mich. Da sind links, rechts geht es da ein paar hundert Meter runter und die Breite ist vielleicht Maximum von Fußbreite oder irgend sowas in dort. Also Fußbreite, sage ich zwei Fußbreite, so 40, 50 Zentimeter breit. Das ist so 3-4 Meter, was du da quasi rüber musst. Und dann geht die Kletterei weiter auf den Großglockner. Okay, aber Kleinglockner, Großglockner sind jetzt da von der Distanz her. Nein, das ist ganz minimal. Das sind 100, sind das 200 150 Meter. Oder, okay. Ungefähr. Also, das sind jetzt keine zwei Berggipfel, die weit voneinander entfernt sind, sondern das ist halt quasi Vorgipfel, Hauptgipfel. Ja, genau. Ja. Und um sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorzustellen, so ein Aufstieg, von wie viel Kilometer, / Höhenmeter reden wir da? Höhenmeter sind es knapp 1900. Also so 80, zwischen 1850 und 1900. Und Kilometer habe ich circa 8,5. In einem Aufstieg, also quasi 17 Kilometer rauf und runter. Ah, okay. Ah, das heißt du... das mal sechsertiert, sagt mir mein Kopf, das sind 102 Kilometer. Also es ist ein knackiger Hunderter. Ein knackiger, ja. Mit 11.000 Kilometer circa. Ja, eine blöde Frage, die mir so im Kopf herumschwirrt. Der Großglockner ist ja jetzt ein Berg, der durchaus auch von Bergsteigern begangen wird. Wenn du da jetzt, du hast gesagt, irgendwas zwischen 24 und 30 Stunden, dass du das irgendwie dir überlegst, irgendwie fertig zu werden, hast du überlegt, was ist, wenn da plötzlich, oder ist Zeit nicht so ein Problem, dass das wiederum ein Problem ist, aber ist, wenn da Leute einfach vor dir gehen und nicht weitermachen oder du irgendwie nicht weiterkommst? Ist das irgendwo was in deiner Kalkulation drinnen ist? Ja, das ist definitiv, aber grundsätzlich habe ich da ein Team quasi im Gipfelbereich aufgestellt. Also ich habe ein großes Team heuer aufgestellt, wo überall sämtliche Stationen zwei Personen sind und auch im Gipfelbereich, die was dann den ganzen Tag quasi vor Ort sind. Und mit Vorankündigung quasi auf der Hütte sollten denn normalerweise diese Leute ja quasi wissen, dass da jemanden gibt oder einen Volltrottel gibt quasi, der was da so ein Rekordversuch unterwegs ist. Und es war eben so, voriges Jahr habe ich eben dieses Thema ja auch gehabt und die lassen die dann schon wirklich vorbei. Also die kriegen das dann wirklich mit und es war ja so, dass voriges Jahr ist dann ja wirklich am Vortag per Radio auch das angesagt worden und dann haben das viele wirklich über das Radio auch schon gehört gehabt und die weichen dann schon aus. Ja. Mhm. Also der lässt die dann schon definitiv vorbei. Und ich habe ja eigentlich schon öfters einmal am Glockner gewesen und auch ohne Seil immer wieder und wo ich nur einmal aufgelaufen bin und die lassen die meisten, ich meine, die murdeln schon, was das denn sind, dann schon mürrisch unterwegs. Und aber die lassen die dann schon vorbei. Im Endeffekt will ja keiner, dass dann da irgendjemand sich verletzt oder abstürzt oder sonst irgendwas. Aber es ist halt wahrscheinlich nur ein paar Positionen gibt es wahrscheinlich, wo es halt wirklich schwierig ist, dass du überhaupt vorbeikommst. Ja, ich sehe wirklich. Ja, sind haarige Stellen dabei und es ist wirklich, der Glockner ist halt schon immer extrem sehr gut besucht quasi und da musst echt schauen, dass du wirklich gut vorbeikommst und solche Sachen. Und da muss ich mir oft teilweise zwischen die Füße und solche, da muss ich mir vorbeischlangeln und solche Sachen. Also es ist echt nicht ohne und auch, das ist echt nicht ungefährlich. Für so eine Aktion schon absolut überhaupt nicht mehr. Und wir müssen ja nochmal darauf hinweisen, wir haben es ja auch schon einigen der vorigen Episoden gemacht. Der Großglockner ist halt echt ein seriöser Berg und das ist nicht zur Nachahmung im Vollberg. Ich meine, du hast Erfahrung, du weißt, was du tust, du hast ja selber gesagt, du warst doch schon öfters am Großglockner oben. Aber ich finde, man glaubt heute oft viel zu leicht, nur weil man den Kilian-Konsorten da irgendwie so locker flockig auf Berge rumspringen sieht, dass das jeder kann und dass das irgendwie eine super Idee ist, da in kurze Hosen und kurzem Leibal im alpinen Gelände wie eine Gams herumzuspringen. Aber es hat noch immer einen Berg und der ist noch immer gefährlich. Und wenn das Wetter umschlägt und wenn da was passiert, bist dann halt auch noch immer tot. Das muss ja. Da halt dann auch irgendwie klar sein. Ich bin auch am Mont Blanc mit der kurzen Hosen aufgelaufen.
Gut, aber wir haben schon festgestellt, du bist der Verrückte. Also wir nehmen dich einmal aus der Kalkulation aus. Ja, außerdem, du hast, nachdem du die ganzen Geschichten gemacht hast, wenn du das am Glockner machst, du stößt da ein Team auf. Du planst das jetzt ein halbes Jahr quasi vorher. Du überlegst da, wie wird das Wetter sein, wer kann mitkommen, wie ist der Weg, was kann ich machen. Also es ist jetzt da nicht ein, oh, ich habe übermorgen frei, ich laufe einmal sechsmal am Glockner auf die Geschichte, sondern, oder ich mache das jetzt dafür drei schnelle Fotos oder was auch immer, sondern es ist ja wirklich ein seriöser Berg, weil wenn das Wetter wirklich Mist ist, dann wirst du es wahrscheinlich sagen, okay, das Wochenende geht es sich einfach nicht aus, weil wenn da oben ein Schneesturm ist, dann ist es halt einfach nicht lustig. Und für alle, die jetzt vom Glockner immer noch nicht genau wissen, was man sich darunter vorstellen kann. Also er startet auf 1900 Meter. Das ist, also 1900 Höhenmeter ist unten. Weil oben ist bei 3700. Nein. 3798. Ja, oder 38. Also das ist jetzt dann nicht, weiß ich nicht, das lustige Leitergebirge ums Eck. Obwohl das Leitergebirge natürlich der schönste Gebirge Österreichs ist. Natürlich. Der Glockner kann da nicht mithalten, aber er ist höher. Das ist richtig. Und wenn du am Gipfel oben stehst, und weil du gesagt hast 3800, das ist nur, wenn du am Gipfel oben stehst und ein bisschen in die Höhe springst mit der Uhr oder so, dann kommst du vielleicht auf 3,8. Und dann siehst du das Leitergebirge wieder. Wahrscheinlich. Lieber Robert, bestes Gebirge Österreichs. Aber, also, wenn man in der Höhe, also quasi die ganze Zeit über 2000 Meter oben ist und das auf 100 Kilometer Distanz mit 10.000 Höhenmeter einen ganzen Tag, das heißt auch in der Nacht, es ist normalerweise in der Nacht auf 3000 Meter plus nicht muckelig warm und dort ist auch nicht lustig. Also macht es das einfach nicht, wenn du nicht ganz genau wisst, was du tust. Aber eins würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Peter hat ja gesagt, wenn man oben am Gipfel steht und hoch genug springt, kommt man irgendwie auf 3800 Meter. Wie, und ich vermute jetzt einmal nicht, dass du irgendwo wo wohnst, wo du locker flockig dir so über 3000 Meter Berge erlaufen kannst. Wie trainiert man dann für die Höhen oder ist das was man sowieso nicht wirklich gescheit trainieren kann? Boah. Also ich kann nur schauen, dass ich kurz vorher, dass ich quasi mich akklimatisiere, quasi in diesem Bereich, muss ich halt schauen, dass ich ein, zwei, drei Wochen vorher des Öfteren quasi in diesem Gebiet unterwegs nachher bin, damit ich solche Sachen antrainieren kann. Momentan ist es halt einfach so, und das ist eh durch die Schneelage, kannst du generell solche Sachen jetzt eh auch nicht wirklich antrainieren. Kann ich eigentlich hier grundsätzlich eh nur meinen normalen Trainingsablauf quasi absolvieren, so wie ich heute halt immer trainiere, beziehungsweise meine langen Einheiten machen, weil ich muss mir definitiv ja eben für das andere genauso ja so weit vorbereiten, dass ich muskulär gut abgestimmt bin, dass ich das wegstecken kann, jetzt einmal von den her und eben alles andere mit der Akklimatisation muss ich eben noch kurz vorher eben noch schauen, dass ich das, ich meine, ich habe einen Tipp gekriegt von meinem Bergführer, der hat mir jetzt vor kurzem, vor ein, zwei Tagen, drei Tagen oder Wochen, keine Ahnung, hat er mir ein Foto geschickt von einer Visitenkarte, der kennt jemanden, der würde so ein Zelt quasi verleihen, wo man sich quasi in der Nacht quasi einlegen kann quasi und dort drinnen schlaft und das ist ein Hochzelt. So quasi eine Höhenkammer quasi. Hey Bock, ich glaube, die gibt es irgendwie aus Amerika. Mhm. Den müsst ihr jetzt einmal kontaktieren und schauen, was das Preis-Leistung, was das kosten würde und sonst. Ich kann nur sagen, was der ist, glaube ich, also das hat mich vorher jetzt nicht so extrem niedergestreckt oder niedergemattert irgendwas. Okay. Naja, du musst natürlich einberechnen zu dem Preis von dem Zelt, ist nicht nur der Preis vom Zelt selbst zu betrachten, sondern auch der Urlaub, den du deiner Frau zahlen musst, dass du ihr beibringst, dass sie ab jetzt in einem Zelt schlaft. Und zwar daheim. Also das sind dann die versteckten Kosten, von denen erzählt da keiner was.
Stimmt, ja, das ist so richtig. Was ich hinaus wollte ist, naja, der Rambo hat einen großen Vorteil uns gegenüber, weil unsere Trainingsberge und Hausberg sind wie hoch? 250, 300 Höhenmeter. Ja. Und also jetzt in der Nähe von Trofeiach in der Steiermark, er hat zumindest jetzt mit dem Gesäuse oder ähnlichem Zeug 2000er ums Eck. Und das macht schon einen großen Unterschied, wenn du gar einmal einen Anzug 1500 Höhenmeter daheim machen kannst. Die Höhe ist zwar andere, aber also du hast zumindest einmal den Anstieg irgendwie. Habe ich mir jetzt eh nicht so Sorgen gemacht, weil ich glaube, Bergauflaufen ist eh auch eine Stärke von dir. Und das kriegst du auch relativ leicht hin. Und selbst wenn du nicht in sowas wohnst, damit es jetzt grundsätzlich aushält, es gibt genügend Möglichkeiten, dass du da irgendwie trainingstechnisches kompensieren kannst. Aber halt auf 3000 Meter laufen oder dort noch seine Leistung bringen, ist etwas anderes als auf 2000 Meter. Also das, die Erfahrung habe ich selber nicht, deswegen habe ich es immer nur gehört. Ah, da hast du definitiv recht und man hat auch der Peter recht. Also grundsätzlich gewisse Dinge kann ich schon vortrainieren, eben, dass ich gute, steile, hohe Berge schon mal rauflaufen kann. Und wie gesagt, mit den Akklimatisieren, das ist ein Thema. Das eine werde ich jetzt einmal sicher probieren, einmal den anrufen. Vielleicht hat er wirklich erzählt, dort preis-leistungstechnisch zum Verleihen, wo ich sage, okay, das kostet mir 500 Euro, das leiste ich mir, dann würde ich das machen. Und sonst muss ich das gleich wie voriges Jahr machen, dass ich eben ein, zwei Wochen vorher eben schaue, dass ich noch die 3000er irgendwie raufkomme, dass ich mich so jetzt einmal ein bisschen akklimatisieren kann. Und den Rest macht eigentlich sonst die Fitness quasi. Ich habe ja ernährungstechnisch bin ich ja jetzt da ganz anders unterwegs und mit vielen anderen Dingen, ja, wo ich mich speziell und wesentlich besser vorbereiten. Also es ist, so wie du vorher gesagt hast, Peter, also das letzte halbe Jahr bin ich wirklich sukzessiv wirklich gut am Vorbereiten und ich habe einiges wirklich umgestellt, damit ich das definitiv schaffe. Also das ist kein Ultra, wo ich sage, Waudl oder was die, ich mache da jetzt einmal beim Hochkönigmann mit oder sonst irgendwas. Weil das kann bald einmal einer machen oder irgendwas, aber sechsmal am Großglockner zu laufen, ich glaube, da gibt es in Österreich nicht mehr wirklich viele, die was das wirklich machen können, beziehungsweise da geht es ja extrem viel um den Kopf auch. Du musst ja die mentale Stärke auch dazu haben und die Schnapsidee überhaupt. Also ich gebe es ja über mich selbst offen und ehrlich zu, du musst einfach bescheuert sein im Schädel. Du musst einfach bescheuert sein, weil jeden anderen geht es sowas von einem A vorbei, so etwas zu tun, aber für mich ist es dann doch wieder so extrem wichtig und das sind eben meine Projekte und das ist das, was mich eigentlich ausmacht, quasi meine Projekte, weil ein Ultra zu laufen, der reizt mich bei Weitem nicht so extrem wie meine Projekte. Meine Projekte waren immer schon irgendwie groß, spektakulär und anders. Ja, aber das ist ja auch quasi, das zeichnet dich dann im Endeffekt auch aus. Das ist ja auch, was dich dann noch so antreibt. Und wenn du jetzt beim Hochkönigmann mitlaufen würdest, dann würdest du wahrscheinlich bei der Hälfte denken, was mache ich da? Das fühlt sich leeren oder da fehlt mir was. Und wenn's allerdings dieselbe Strecke wäre und das wäre dein eigenes Projekt, ist die Motivation gleich wieder ganz eine andere und dann macht es halt auch einfach Spaß. Was mich aber auch noch interessieren wird, weil du gerade auch natürlich die mentale Komponente angesprochen hast. Wir haben jetzt schon geredet, dass du früher relativ viel gelaufen bist, aber ist das was du speziell irgendwie auch trainierst oder dir speziell da was erarbeitest oder wie gehst du das Ganze, jetzt das Projekt Großglockner sechsmal, wie gehst du das mental an? Weil dass es hart wird, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, ich bin da im Endeffekt, ich glaube, gleich wie viele anderen große Sportler quasi, du hast eine Vision im Kopf und die lässt dich einfach nicht mehr aus. Das ist, wenn ich mit dir mich unterhalte oder mit meiner Mama mich unterhalte oder mit meiner Oma,
dann habe ich im Hinterstückchen steht da ganze Zeit 6 Mikrosklöckner, 6 Mikrosklöckner, 6 Mikrosklöckner. Und wenn ich 10 putzen tue, ist das auch drinnen. Und wenn ich in mein Handy reinschaue, ich meine, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es wurmt und das grammort den ganzen Tag und ich gehe schlafen, grammort das in meinen Schädel und dann, ich sage immer so, ich glaube, ich tue mir da ein bisschen leichter, auch in dieser Hinsicht. Und wir haben auch manch Mentaltrainer haben mich gefragt, wie ich das eigentlich wegstecken kann oder wie ich das machen kann, weil es gibt viele andere große Sportler, selbst der Christoph Strasser oder wie auch alle anderen, wie die Hasen, die müssen sie meistens einen Mentaltrainer nehmen, damit sie die großen Projekte wirklich machen können. Ich nicht. Ich habe das zwar einmal versucht, es hat mir ein bisschen geholfen, der hat mir eine Atemtechnik zeigen können, dann haben wir gewisse Sachen noch gemacht, aber das meiste eigentlich, was ich bei denen gelernt habe, habe ich alles im Unterbewusstsein schon gemacht, vorher schon. Und woher das wirklich habe, das weiß ich nicht. Es kann nur eine Abzeichnung sein durch meine alkoholische Vergangenheit. Es ist einfach, ich glaube, dass ich halt einfach dadurch, dass ich ein schwerer Alkoholiker war, habe ich einfach irgendwie für mich selbst, hat sich das entwickelt, dass ich, wie ich aufgehört habe zum Trinken, im Unterbewusstsein hat sich was entwickelt, dass ich die verlorene Zeit, was ich dem Alkohol gewidmet habe, einfach aufholen möchte. Jetzt, wenn zum Beispiel ich, sobald ich 2, 3, 4, 5 Bier trinken würde, würde ich wahrscheinlich wieder in das alte Schema zurückkippen und würde jetzt diese verlorene, die läuferische verlorene Zeit in den Alkohol hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, meine große mentale Stärke, was ich eigentlich habe. Na eh voll. Also ich meine, ich war selber nie Alkoholiker, deswegen kann ich nicht wirklich davon reden. Aber was ich halt so vor allem über Podcasts mitbekomme, ist ja ein Alkoholproblem haben ja grundsätzlich, das maskiert ja nur ein Problem, das man hat, das man irgendwie versucht zu ertränken, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch. Und sich da aus dem Scheiße aus dem Kahn wieder rauszuziehen, allein das, ich meine, das braucht einen wahnsinnigen mentalen Willen, dagegen anzukämpfen. Den Karren aus der Scheiße, nicht die Scheiße aus dem Karren. Und Details. Bitte Flo, du musst jetzt nicht Alkoholiker werden, nur damit du nachher schauen kannst, wie es das wieder los wird. Vielleicht, wenn man das, wer vorschlagt und das hilft. Vielleicht nur so ein halbes Jahr Alkoholiker und dann finde ich ihn unter dem Bett. Was man für ein halbes Jahr macht. Ich kenne keinen Alkohol nach einem Jahr. Meinst du nicht, wenn ich das so richtig? Nein, wenn's schneller ist. Ich mache mal Zufall, aber dann weißt du schon. Also. Wenn du das gescheit machen willst mit der Abhängigkeit und du wirst es in einem halben Jahr durchziehen, probier es mit Crack. Habe ich aber letztens noch gelernt, dass es auch Leute gibt, die, also es war bei Heroin, wo man ja auch sagt, das ist angeblich ab dem ersten Konsum macht es abhängig. Ist nicht immer der Fall. Habe ich letztens gelernt. Weiß ich nicht. Probier es aus. Ich habe noch nie aufhören probiert. Gut, also wir merken uns, Alkoholiker werden ist keine Alternative für mich, um den UTMB zu finishen. Okay, gut, danke Peter. Gerne. Hast mir auch versaut wieder. Gut, ja, der gut. UTMB, der legt man im Morgen, heißt er. Macht's ihm gemeinsam. Der eine hat die mentale Stärke und der andere hat einen Podcast. Ist auch dabei. Ich hätte ihn immer verdammt gern gemacht. Das war immer so einer meiner großen Träume. Was der mir frisst, also der Neid, dass voriges Jahr der gute Spätzl von mir hat den gemacht und viele anderen auch. Und aber das wird es leider, glaube ich, bei mir nie mehr spielen. Das ist halt einfach. Ja, ich muss sagen, mittlerweile würde ich doch, er ist geil und es ist halt schon ein Erlebnis. Aber ich sage einmal, wir haben ihn ja auch autonom probiert, das Projekt UTMB ohne UTMB und das ist genauso geil. Also die Strecke ist das ganze Jahr da und ich glaube, wenn du schaffst, 6-mal am Großglockner rauf oder auch, wenn du es schon 4-mal am Großglockner rauf geschafft, dann ist die Strecke jederzeit für dich da und dann einfach machen. Die ist einfach. Chamonix ist einfach ein geiler Ort für Trailrunning und
Da kann man das ganze Jahr hin. Ich bin 2017, wie mein Projekt Seven Summits der Alpenländer gelaufen bin ich eine Hälfte vor dem UTMB schon gelaufen. Ja. Ich habe ja von Chamonix quasi rüber müssen nach Courmayeur. Und da bin ich, die eine Hälfte bin ich quasi schon entlang des UTMB gelaufen. Ja. Mhm. Ich weiß, da fehlt dir nicht mehr so viel. Ich weiß. Einfach so wie bei deinem zweiten Projekt, einfach nur wieder zurück haben. Aber nur, so schwer ist es nicht. Aber nur bei mir ist, wenn ich da wirklich jemals noch antreten würde, keine Ahnung, ich glaube, das wird es ja nicht mehr spielen und leider Gottes habe ich jetzt auch einiges an Jahre verloren und bei mir ist aber auch so, ich möchte definitiv, wenn ich da dabei sein war, ich möchte unter den besten 10 Österreichern möchte ich definitiv schaffen. Ne? Ja. Ernst ist mittlerweile halt mit auch mit diesen Running Stones und so, es ist halt echt ein komplizierter Prozess, dass man dorthin kommt und da muss man schon ein bisschen Zeit investieren und dann ist die Lotterie, dann wirst du nicht gezogen. Also es hat ja bei uns auch ein paar Jährchen gedauert, bis du dann wirklich drankommst und dann kannst du solche Projekte, wie du sie jetzt machst, vielleicht nicht in der Häufigkeit machen. Das ist halt die Frage, ob es da das wert ist. Nein, das absolut glaube ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Da ist wahrscheinlich einfacher, du machst, was nicht, die 100 Meilen von Istrien, den Cut 100, du machst irgendwie was anderes. Also irgendwas anderes, weil, glaube ich, bis auf 5 Rennen kommt man eh überall leicht rein. Es gibt irgendwie nur 5, 6 Rennen, die halt wirklich schwierig sind mit ihren Anmeldeprozessen. Ja, ich lasse das definitiv mittlerweile schon den anderen, den Jüngeren und alles über das. Ich glaube, da ist im Endeffekt mit der Knieoperation und die verlorenen 3 Jahre, was ich da im Endeffekt habe, habe ich quasi, da ist mein Ding, mein Ticket ist Ende. Und ich muss schon, ich habe mit der 6-mal Großglockner 3-mal Weiten, also da war wirklich so ein riesengeiles, großes Traum und Projekt und das gibt mir auch extrem viel. Außerdem möchte ich ja dann anschließend ein Buch rausbringen und wenn das als Happy End quasi dann in meinem Buch drinsteht, das passt da. Also da mache ich mir ehrlich gesagt ersten Teil. Da mache ich mir gar nicht die Sorgen und die Motivation, wenn da schon Buch und alles quasi im Hinterstübchen ist, dann gibt es quasi keine andere Wahl, das als Teil zu finishen. Genau, so ist es, du sagst es. Es ist so, wie gesagt, kostet es, was es will, und wenn ich meinen Haxen bricht. Das fände ich auch interessant, dass du dann so mit deinem gebrochenen Haxen und irgendwie so zwei Krücken auf den Großglocken zum 6. Mal rauf. Das wäre es quasi wert, das irgendwie auf Instagram oder Facebook live zu bringen. Na, das muss man nicht ausprobieren. So nicht, das ist irgendwie lustig, oder? Ich glaube, lustig ist genau das falsche Wort für mit dem gebrochenen Fuß den Glocken auf. Es ist nur eine Frage der Perspektive, es ist nur eine Frage, für wen es lustig ist. Ich glaube, auf war dann eh nicht so das große Problem, aber oben noch, da müsste ich echt schon ein paar Hubschrauber holen lassen. Wie ist das mit Fußauer in Berg Obifloh? Nicht geil. Aber wenn ich da jetzt Blut geleckt habe an der Idee als Zuhörer, ich würd dich, weil du hast ja gesagt, das ist im Juli, also es ist ja noch ein bisschen hin. Wo kann ich das verfolgen? Wo kann ich mich informieren? Gibt es da irgendwie dann, während das Ganze stattfindet, kann ich da irgendwie das live, semi-live irgendwie mitverfolgen? Gib uns da mal so. Das ist definitiv. Und ich sage, am allergeschicktesten und am allerbesten ist es definitiv entweder, da jetzt mir definitiv helfen, mit meiner Reichweite zum Erweitern, ist auf Facebook quasi Andreas Rambo Robin. Da kannst du definitiv alles mitverfolgen, weil da werde ich auch definitiv immer wieder Live-Einstiege machen, beziehungsweise meine Gipfelanstiege posten und solche Sachen. Oder du kannst da über www.robin-andreas.at auf meiner Homepage das auch nachlesen, beziehungsweise mitverfolgen. Es wird dann der Webdesigner wird quasi das dann jedes Mal den Gipfelanstieg quasi auch in der Homepage nachher immer posten. Mehr
kann man eigentlich schon nicht mehr wirklich, dann, ich kann eventuell vielleicht noch eine Telefonnummer preisgeben, quasi von meinem Manager oder Manager, kann, weiß ich nicht, ob man das so direkt sagen kann, quasi, es gibt jemanden, der, was man heuer da extrem viel hilft bei der Reaktion auch. Mhm. Und da könnte ich quasi auch die Telefonnummer quasi von denen freigeben, dass ich sage, okay, bei denen könnte man sich auch melden, dass man sich zusammen telefoniert, wie es mir geht momentan oder irgendwas. Aber ich glaube, wie gesagt, die beste Alternative ist definitiv das Facebook. Ja. Ja. Nein, ich finde, mit Facebook und Homepage kann sich's falsch machen. Als Profi-Tipp würde ich nur sagen, Robin mit harten Bären und nicht mit weichen. Ich bin da vielleicht in der Vorbereitung das ein oder andere Mal in ein Fettnäpfchen gestoßen. Diesen Tipp möchte ich meinen Zuhörern weitergeben, falls sie jetzt nicht in die Shownotes schauen und sich nur den Homepage-Link gemerkt haben. Nicht Robin eingeben, sondern Robin. Ja. Vielen Apropos. Dank, Florian, weil du hast wirklich gelernt. Ich bin nicht der Helfer Batman. Richtig. Ich bin ja vielleicht nicht, wie soll ich sagen, manchmal der Allerschlauste, aber ab und zu bin ich lernfähig. Wobei, das sechste Mal am Glockner auf im Batman-Kostüm wäre auch geil. Hilft mir nichts, ich bin eventuell der Robin und der ist ja grün gekleidet. Stimmt, von richtig, mir auch keiner will sich absichtlich grün anziehen. Naja, wenn man aus der Steinbock kommt. Du kannst vorbeikommen, du kannst den Batman machen und ich mache den Robin. Das war ja interesting. Wobei, Flo, ich habe gerade auf Andreas seiner Webseite was gelesen. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Ja, ja. Mark my words. Oder seine Words. Mark seine Words. Gut, das heißt, wir haben drei Sachen, auf die wir uns freuen können. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass auch ein Interview mit dir jetzt da im Trailer und im Szene-Magazin ist. Da sieht man nämlich auch, wie du ausschaust und kann das Ganze nochmal nachlesen. Das sollten auch alle mal tun. Also, holt euch das Heft und lest euch das durch. Ja. Auf alle Fälle. Ich glaube, dass das Heft sicher eine coole Aktion wird und ein lässiger Artikel. Ich hoffe halt nur, dass ihr uns zuerst hört und dann das lest, nicht, dass ihr dann von seinem Aussehen so schockiert seid, dass ihr uns deswegen nicht mehr hören wollt. Sie sind von unserem Aussehen auch nicht schockiert, also bitte. Ja, aber wir sind nicht im Heft. Vielleicht weiß der oder die Zuhörer gar nicht, wie wir ausschauen. Und also ich habe das immer mit Podcasts so, oder wenn du dann irgendwann siehst, wie die Leute ausschauen, passt plötzlich dein Bild, was du von der Stimme hattest, nicht zu dem, wie er wirklich ausschaut. Und vielleicht gibt es einige Hörer, die diese Blase nicht platzen lassen wollen. Ich habe mich da schon aufgeschreckt. Ja, ich weiß, ich verstehe das. Wir sagen immer, dass wir Radiogesichter haben. Nicht ohne Grund. Ja, hast du noch was du sagst, das kommt noch, das willst du jetzt schon verraten oder ist es wirklich Verfolgen der drei Projekte? Beziehungsweise das eine hat ja dann schon stattgefunden. Nein, das ist grundsätzlich, also das, ich sage mal so, das sind meine persönlichen spektakulären Projekte. Es wird definitiv im Herbst sicher dann noch einmal ein Projekt ergeben, aber das mit meiner Frau, dass wir da, wir machen ja alle Jahre, nehmen uns eine Woche Urlaub und da werden wir auch immer, meine Frau trage auch ein bisschen, sagen wir mal, den Ultra-Wahnsinn, aber im Gehen und wir machen da in einer Woche quasi wieder eine Weitwanderung. Das wird heuer im Kärnten unten sein, wo es das stattfindet und den einen oder anderen machen wir auch mit denen immer schmackhaft und das gefällt auch noch und gewisse Leute auch das in der Hand. Das wird es dann. Ja, cool. Aber das ist halt jetzt nicht wirklich, also schon spektakulär auf eine andere Art und Weise auf der ja. Genussform. Ich meine, es ist auch nicht ganz so Genuss, weil kann man auch ganz schön leiden, sage ich mal, wenn man jeden Tag zwischen 25 und 40 Kilometer unterwegs ist. Im Marschbereich ist auch nicht ganz so ohne und schon gar nicht für meine Frau. Ist jetzt die Frage, ob es anstrengend für deine Frau ist, weil sie geht oder weil du dabei bist. Aber das, so genau wollen wir das jetzt ja, nicht klären. Beides. Wahrscheinlich. Sie möchte immer gerne ein bisschen gemütlicher haben und ich sage immer, komm Schatzi, es hilft nichts, wir müssen weiter, weil wir wollen ja irgendwo hin.
Ich war mit meiner Freundin einmal am Teufelsteig oben. Ich glaube, wir gehen da nie wieder raus. Da habe ich einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht, dass wir bei der Hälfte nicht wieder umdreht sind. Ja, selber schuld. Ja, alle beide. Ja, also ich wollte nur Danke sagen, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast, deine drei Projekte vorgestellt hast. Wir werden sicher noch einmal davon berichten, weil wer so verrückt ist und sechsmal am Großglockner raufläuft, geht, wandert, wie auch immer, über den müssen wir einfach irgendwie nochmal berichten. Ich glaube, das lässt sich eh nicht. Oh ja, oh ja. Die Zuhörerinnen werden sicher interessiert sein, wie es dann gegangen ist. Also es wird nicht das letzte Mal sein. Und wir werden an dem Tag sicher auch das eine oder andere Posting machen, dass wir nochmal darauf verweisen, dass das jetzt stattfindet für alle, die so datumsaffin sind wie wir und solche Sachen einfach in zwei Wochen vergessen haben und dann wieder einen Reminder brauchen. Böse Zungen könnten behaupten, wir vergessen hin und wieder auf Dinge. Weil sie eben metatechnisch nicht sie das vorausplanen lassen. Ja, nein, das ist bei solchen Sachen ist Sicherheit größer als Termintreue. Ja, auf jeden Fall. Eine gewisse Flexibilität. Ja. Ja, genau. Gut. Danke dir. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.